Hallöchen alle zusammen. So, heute reden wir über den Kielknochen eines Vogels. Viele Leute wissen das nicht, dass man daran erkennen kann, ob das Tier Übergewicht hat oder Untergewicht oder genau richtig ist. Also wenn ihr euch den Kielknochen anfasst und zwar über die Brust streicht, in dieser Art hier, dann sollte man an den Fingern selber nicht fühlen, dass die Brust nach innen geht oder nach außen geht. Ich werde hier ein Bild beifügen, damit man das visuell besser verstehen kann. So, das bedeutet, das erste Bild, da geht also dann der Kielknochen und man merkt also richtig, wie es nach unten geht. Das bedeutet, das Tier ist definitiv viel zu dünn. Und das Tier muss mehr gefüttert bekommen oder mehr nährreiches Futter bekommen. Und auch aufpassen, ob das Tier vielleicht nur alles auf den Boden schmeißt und vielleicht selber nicht essen tut. Also aufpassen, das ist dann natürlich schon sehr dünn und sehr gefährlich. Das ist natürlich die Brust. Die Brust, wo natürlich die Kraft herkommt, dass das Tier fliegen kann und so weiter. Dann das zweite Bild ist immer noch zu dünn. Aber schon besser. Das dritte natürlich genau richtig. Beim vierten, da sind wir dann bei Zero. Obwohl er war bei 5. Er war bei 5. Er war obese. Also er war Übergewicht, definitiv Übergewicht. Als ich ihn bekommen habe, da war 1800 Gramm. Jetzt habe ich ihn runtergeschraubt auf ca. 1500. Da ist er aber anscheinend, da bleibt er stehen. Ich kriege ihn nicht weiter runter, will ihn ja natürlich auch nicht hungern lassen. Das ist natürlich klar. Ja, okay. Ja, nee, das ist nicht schön. Oder? Wenn das dann nachher Sommer ist, jetzt ist ja noch Winter, dann wird er mehr draußen sein und vielleicht mehr Bewegung haben und dann wird das auch dann, dass die letzten paar Gramm auch noch runtergehen. Ich hätte ihn gern bei ca. 1200. Dann finde ich, da wäre er dann ideal. Hallo, Zero, was meinst du? Ja, also im Moment, wie gesagt, ist er immer noch etwas übergewichtig. Er könnte ruhig noch ein paar Gramm abnehmen. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Er ist sehr aktiv mit mir. So, ich werde euch noch Bilder zeigen von Milo. Milo ist etwas an der dünnen Seite. Er ist sehr dünn. Das kommt davon, dass er nicht alles essen tut. Aber er isst schon. Nur er isst halt hauptsächlich gerne das Obst und Gemüse, was okay ist. Aber ich möchte ihm auch nicht zu viele Nüsse geben. Das ist halt etwas schwierig für mich. Er bekommt Power Treats, das ist dann natürlich sehr nährreich. Und die Olivia ist perfekt, also sie ist genau richtig in der Mitte. Sie bewegt sich viel, sie fliegt und macht. Und wie gesagt, mein Ara hier und der Milo, mein Maluken Kakadu, beide können fliegen, also haben die Federn dazu, haben aber die Angst, noch nicht überwunden zu fliegen. Ich versuche Milo immer wieder zu überzeugen, dass er es kann. Im Sommer habe ich es ihm beigebracht, circa 10 Meter zu fliegen. Das ist auch okay. Aber hier Milo Zero, den habe ich erst seit ein paar Monaten. Also ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, ihn zu trainieren. Ich versuche es innen, aber er tut überhaupt keine Anzeichen machen, dass er fliegen will. Er ist jetzt 19 und war 18 Jahre lang in einem Käfig. 18 Jahre in einem Käfig. Also ich weiß gar nicht überhaupt, ob er fliegen kann. Will ihn auch nicht zwingen. Er bekommt seine Übungen, die ich mit ihm mache, damit er seine Muskeln ein bisschen stärken kann. Und dann sehen wir weiter. Also ich kann den Kielknochen gegen meinen Finger fühlen und ich kann fühlen, dass also der Muskel nach unten geht und nicht nach oben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also Milo ist sehr dünn. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn schon seit 2 Jahren. Er bekommt sehr viel Futter und auch viel Gemüse und auch mal eine Nudel oder mal einen Cracker. Also weiß ich nicht genau. Also ich hatte nur einen hohen Verbrauch oder so.
er bewegt sich schon sehr viel. Aber wie gesagt, man sieht das halt nicht, deswegen soll man das immer wieder mal testen, weil die Flügel drüber sind. Da müsste man immer schauen oder halt auch mal auf die Waage stellen. Ist sehr wichtig. Ja, zeig mal. Ja, ist okay. Alles gut. Ich lasse dich in Ruhe. Mein Schatz. Ja. Ja. So, und jetzt gehen wir dann auf die Olivia. Setz sie gerade mal hier rüber, damit man das vielleicht besser sehen kann. So, Schatzi, du drehst dich mal um. Wenn man bei ihr den Kieknochen. Also, wenn ich mir jetzt ihren Bauch angucke, wie ihr sehen könnt, total schön, nett und rund. Wenn normalerweise lässt sie mich ja auch fühlen, aber ich muss ja die Kamera festhalten. Ist hier, man fühlt den Knochen so ein bisschen, den Kielknochen, aber er kommt nicht raus. Total raus oder ist nicht drinne, dass er also, sie ist perfekt rund, also ihren Bauch ist perfekt und ich tue sie, thank you, genau, ich tue sie auch immer wiegen, sie ist immer um circa 310 oder 315 Gramm, das hat sich auch nicht geändert, ja. Wenn euch meine Videos gefallen, dann bitte abonnieren, oh. Bitte abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.